Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zum Replay Mittwoch. In der ersten Runde sehen wir Meisterjäger aus dem Clan, Comic im Objekt 430 U, dem mittlerweile nicht mehr ganz so neuem, aber neu eingeführten, ich glaube, war mit 922? Schlagt mich nicht, ich habe es schon wieder vergessen. Auf jeden Fall neuer 10er Medium der Russen. Der ganze Tech-Tree wurde ja umgebaut, bla blub. Darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Das Teil ist zu den anderen Mediums ein bisschen anders. Vor allen Dingen die Kanone. Die hat nämlich ein Alpha von 440 bei 252 Pen auf der AP. Und Premium ist Heat mit 340, 0,40 die Stockgenauigkeit, 2,3 Sekunden die Einzielzeit, Stock Reload 10,2 Sekunden. Und ja, typisch russisch, 5 Grad Gun Depression. Boah, der Schuss war ein bisschen optimistisch. Panzerungstechnisch ist das Ding sehr, sehr trollig. Also frontal der Turm, wenn er nicht gerade im Jagd-E sitzt und mit Heat dem einfach durchs Gesicht schießt, habt ihr im Grunde keine Chance. Auch die Oberwanne ist relativ stark. Das Einzige, wo man frontal eine Chance hat, ist die Unterwanne. Ja. Und von der Mobilität her ist er eher gemütlich unterwegs. Oh nein, da fällt der Schuss runter auf die Arti. Na, hier merkt man halt, dass der Reload nicht ganz so der Knaller ist. Aber den, what, nochmal der Schuss in den Boden gefallen. Also ich glaube, jetzt wäre ich schon bei der Runde wieder leicht bedient gewesen. 50 Kilometer Topspeed und Leistungsgewicht von 14,29 PS. Ich glaube, damit spielt das Teil ungefähr in einer ähnlichen Liga wie die anderen Mates. Könnte sein, dass die anderen Mates noch ein Ticken mobiler sind, aber ich glaube, das Leistungsgewicht ist bei denen auch allen nicht überragend. Dafür glänzen die halt mit Panzerung. So, Erlenberg, typische Verteilung. Das Team fährt nicht über den Fluss. Das finde ich schon mal ganz gut. Das Gegnerteam aber auch nicht. Also das könnte hier ein ziemliches Campfest werden. Auf das Objekt versucht er es jetzt ja gar nicht erst, weil die Wahrscheinlichkeit zu treffen ist relativ gering. Und das haben wir ja schon bei der Arti gesehen. Also die Kanone auf größere Distanzen nicht unbedingt das, was man haben will. Aber dadurch, dass das Teil eine ganz gute Panzerung hat, kann man da auch durchaus mal, ja, in den Brawl gehen, wollte ich sagen. Da oben in E75. Naja, den zu treffen und zu durchschlagen ist eher so eine Sache. Dann kann man es auch mal hier auf den Stage 2 versuchen. Das könnte aber mal der erste Schaden hier werden. Sehr schön. Und dann auch noch ein High Roll, aber er wird hier aufgemacht. Zugegebenermaßen, die Position, die er eingenommen hat, die ist sehr optimistisch. Der Badger dort, da versucht das auch gar nicht erst drauf. Jetzt nochmal auf den Stage. Komm schon, nochmal zweiter Schaden auf den Stage. Schuss. Ja, der war ein bisschen spät. Ich weiß nicht, ob der Schaden gemacht hat. Ja, ansonsten, was ist hier so typisch am, wenn kein Team über den Fluss fährt, dann ist das hier so ein Totgekämpfe. Ich weiß, dass vielen das hier auf Erlenberg nicht gefällt. Zugegebenermaßen, es ist oft sehr schwierig. Man kann im Grunde schon in der ersten Minute sagen, ob das Gefecht eine Niederlage oder man kann in der ersten Minute sagen, ob es eine Niederlage wird oder ob es sich ein bisschen zieht. Denn ich erlebe es oft genug, dass ein Drittel oder sogar die Hälfte des Teams über den Fluss fährt, vom Spot aus, egal ob vom Norden oder vom Süden. Und das ist dann meistens tödlich. Die kommen dann so bis zur Hälfte, fressen sich dann da fest, also entweder kommen sie vom Südspawn bis zur Burg oder kommen vom Nordspawn vielleicht bis so D9 oder hinten auf die TD-Position auf BC0 und dann fressen sie sich dort meistens fest und werden dann so nach und nach aufgerieben und das führt dann im Endeffekt dazu, wenn das Gegnerteam halt nicht den Fluss überquert hat, dass es noch genug Kanonen hat und dann, wenn es quasi den ersten Vorstoß aufgehalten hat, dann zurückschlagen kann. So, hier ist auch nicht wirklich viel passiert. Es steht 2:2. Die gegnerische Arti war am Anfang schnell raus. Ein T10 ist raus. Wirklich viel ist nicht passiert. Sein Team hat jetzt hier beide Lights gerade, also den letzten leider noch verloren. Das ist natürlich nicht so geil, weil gerade Erlenberg, auch wenn man das nicht so denkt, aber wenn man hier noch Lights hat, dann kann man hier durchaus den Gegner so ein bisschen nerven, dass er auf seinen Campingpositionen dann irgendwann, ja, gespottet wird. Und man arbeiten kann. So wird es jetzt schwierig, denn der Gegner hat jetzt noch beide Lights. Und das ist nicht so günstig. So, kommt er da oben auf die Grille? Nee, Haus im Weg, beziehungsweise Grille auch vermutlich zu weit
Hinter der Ridge Line, auf dem Patton hier, hat er auch keinen. Ne. Da kann man auch nicht irgendwie sehen, dass. Doch, jetzt! Schade! Ja, hektisch geschossen jetzt. Das, ja, war ein bisschen unglücklich. Denn in dem Moment, wo er sich in Bewegung setzt, kommt dann auch der Patton vorgefahren. So, kommt er hier, wenn er auf den Stage nochmal drauf? Nee. Da drüben auf den Badger. Nee, der Badger steht immer noch auf der alten Position, wo er ganz am Anfang gespottet war. Ja, also ihr seht schon, das ist ja auf Erlenberg immer so eine Präzisionsarbeit, dass man den Gegner dann peu à peu irgendwie runterschießt. Kommt er auf den E75? Nee, da ist auch irgendwas im Weg, oder? Haus im Weg. Berg im Weg. Ich glaube eher der Berg als ein Haus. Es steht 3 zu 5. Ja, er ist jetzt hier offen. Der Patton verschießt. Ah, oh, er kommt am Patton nicht durch. Der Skoda kann ihm da an die Seite eine reinhauen. Und jetzt legt er sich ja mit dem Patton an. Der hat zwar weniger Lebenspunkte als er, aber wenn er jetzt versucht, auf den Patton drauf zu kommen. Oh, er hat da 770 Spotting auf den T49 bekommen. Kann sich dafür mit einem Schuss auf den was war das da? T54 revanchieren. So, der Patton ist jetzt hier gekettet. Naja, Sidescraping da auf dem Patton. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Der Patton hat geschossen. Er kann ihm hier nochmal die Kette ziehen. Hätte man vielleicht ein bisschen mit mehr Bedacht auf dem Patton arbeiten können, weil gerade wenn er geschossen hatte. Ja, okay, gut. Jetzt war das Munitionslager weg. Jetzt kommt der T49. Jetzt bin ich gespannt. Der verschießt. Er kann ihn ketten. Schön. Aber er ist jetzt hier im Bedrängnis. Das Problem ist, dass der Patton ihn Proxy aufmacht. Der T54 ihm in die Seite schießen kann, wenn er hier zu weit zurückfährt. Also er ist jetzt auf Unterstützung von seinem Team angewiesen. Vielleicht die Conqueror, die Arti mal, auf dem Patton. Die hat ja einen relativ steilen Schusswinkel. Die könnte da vielleicht arbeiten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wobei von dort, wo sie steht, naja, doch, doch könnte was werden. So, T54 oder WZ nochmal? Ne, gehen nicht auf. Da kommt jetzt ja T49 nochmal. Kleiner Mann, du willst es nicht. Lol. Ja, ich. Gut, das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren, was der T49 da gedacht hat. So, der Patton wird jetzt gierig. Na, schieß auf ihn. Warum hast du nicht geschossen? Der Patton wäre ein guter Kill für dich gewesen jetzt. Der war da. Naja, sei es drum. So, WZ. Schön. Zweiter Kill, 1780 Schaden und 2500 gespottet. Also, das sieht schon relativ gut aus. Nur der Schaden von selber lässt man ein bisschen vermissen. Aber da sind ja noch ein paar Gegner da. Und mit so einem Skoda oder so, da hat man auch ein relativ weiches Ziel. Wo man auch auf jeden Fall keine Probleme hat, da seinen Schaden mit AP anzubringen. Das 704er-Objekt geht da jetzt raus durch den Patton mit einem Blindschuss und er ist mittlerweile bei 3200 Spotting. Also was das angeht, macht er hier wirklich eine gute Arbeit und kann halt dann hier und da doch mal einen eigenen Schuss anbringen. Hat jetzt hier zwar mit dem Patton ein bisschen gedauert, aber er hat sich ja quasi wieder mit Unterstützung des Teams wieder freigespielt und kann jetzt hier von der Position aus eigentlich relativ gut agieren. Er muss halt nur aufpassen, dass der T54 links ihm dann nicht irgendwie nervt. Aber ansonsten sieht das hier auf jeden Fall jetzt brauchbar aus, auch wenn sie noch mit einer Kanone zurückliegen. Aber der Badger ist One-Shot, vielleicht kann da, ich wollte gerade sagen, die Arti was machen, aber der Patton erledigt jetzt wieder. Damit haben sie jetzt ausgeglichen, da oben der Skoda, da kommt er nicht ran. Aber dafür muss jetzt der AMX M451 das mit seinem Leben bezahlen. So, da ist der T54. Ja, durch den Zaun. Komm, schieß. Durch den Zaun. Ja, jetzt wird's schwierig. Der T54 ist ein Two-Shot. Und er ist jetzt ein One-Shot. Jetzt ist der T54 ein One-Shot, aber er trifft ihn nicht, weil ein Haus im Weg ist. Jetzt muss er auf jeden Fall aufpassen. Jetzt ist er für alles, was rumfährt, im Prinzip ein lecker gefundenes Fresschen. Er muss seine wenigen Hitpoints, die er hat, gut zusammenhalten. So, die Grille. Oder den. Da hat er Schwein, dass der E75 verschießt. Was macht der Skoda? Da kommt er nicht ran. Ja, er wollte auf die Grille. Er wollte die Grille rausnehmen.
Ohohoho. Da war der T-54, da hat er aber richtig Schwein gehabt, dass er jetzt nicht rausgegangen ist. Also jetzt wird es gerade ein bisschen glücklich. Und jetzt hat er nochmal Glück gehabt. Wobei vom Winkel her, gut, der T-54 in dem Winkel schwer, dass er ihn hier durchschlägt. Es sei denn, er schießt Heat. Aber er zieht ihm nur die Kette und er kann dafür den T-54 rausnehmen. Ist jetzt bei 4100 Spotting und 2500 Schadenspunkten und 3 Kills. Also, selbst wenn sie die Runde jetzt verlieren, er hat hier gerade noch ein bisschen Glück gehabt. Aber an für sich kann er sich hier nicht beschweren. Oh! Das war ein bisschen hektisch. Ich glaube, der Stage war nicht gerade dabei, auf dich zu zielen. Hättest du dir ruhig die Zeit nehmen können. Und der ist im One-Shot. Jawoll! Im One-Shot-Bereich würde ich sagen. 4. Kill, 2,7 Schaden. Hat ein bisschen, auch wieder ein bisschen Glück gehabt, dass da das Haus, die Deckung von dem Stage weggeschossen wurde. So, er hat noch 2 AP. Danach geht's mit Heat weiter. Da ist wieder der E75. Ja gut, wenn der so die Wanne versteckt, die Seiten versteckt und nur den Turm zeigt, dann hat der E75 da keine große Chance. Er hat jetzt noch eine AP. Ich würde jetzt tatsächlich auf eine HE laden, um den E75 rauszunehmen. Vielleicht taucht auch die Grille auf und er kann noch eine HE in die Grille reinsetzen. Also jetzt ist gerade so eine Situation hier, wo man durchaus mit HE arbeiten kann. Auch der Skoda und der 1390, das ist jetzt nicht ganz so tragisch, wenn man auf die jetzt mal eine HE schießen müsste, weil das sind auch weiche Ziele. Und den E75 würde er damit HE auf jeden Fall rausnehmen. Oh, was für ein schöner Schuss. Und das mit dieser Kanone auf den AMX 1390 da hinten. Okay, die Arti fängt jetzt an zu meckern, weil der 1390 sie wohl rausgenommen hat. Naja, gut, sei es drum. Sie hat sich zwar schon verlegt, aber... So. War das jetzt gerade ein Heat auf den 1390? Ich glaube schon. Wie gesagt, ich hätte jetzt erstmal mit HE hier gearbeitet. Damit kriegt man auf jeden Fall zuverlässig den E75 raus. Und wie gesagt, für die Grille und für den Skoda wäre das jetzt auch nicht allzu schlimm. Ich weiß gar nicht, was er auf der HE für eine Pen hat. 68. Boah. Gut, für den Skoda wird es vielleicht knapp, um den zu durchschlagen. Ich weiß nicht genau, was der für Pen wäre. Für Alpha. Nicht Alpha, nicht Pen, sondern was der für Panzerungswerte hat. Manchmal habe ich auch ein bisschen Wortfindungsstörung. Er hat halt Schiss, jetzt auf den E75 drauf zu drücken. Weil er natürlich auch ein One-Shot für den E75 ist. So, da ist er wieder. In die Seite. Durchschlagen. Gut, die Seite war nicht gut zu sehen. Das war auch wieder ein bisschen glücklich. Am Ende hat es funktioniert, sei es drum. Und was haben wir jetzt? Wir haben noch eine Grille, wir haben noch einen Waffenträger, wir haben einen Skoda und einen AMX 1390. Also wie gesagt, jetzt mal ein, zwei HE-Granaten schießen, gerade wenn man die Grille oder den Waffenträger vor sich bekommt. Warum nicht, ne? Warum nicht? Heat ist teuer und Heat kann auch in der Kette hängen bleiben. Ich meine, mit HE machst du dann auf jeden Fall Schaden. Und natürlich müsste man dann auf den Turm oder sowas zielen. Gerade hier so ein One-Shot-Waffenträger. Da ist eine HE ganz schön lecker. Naja, sei es drum. Der Waffenträger geht raus. Es steht 12 zu 12. Es ist noch 1 Minute 35 auf der Uhr. Oh, 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 oh. Hallo, Grille. Und tschüss, Grille. Ja, wie gesagt, für eine 50 HP-Grille, für eine, ich weiß nicht, was der Waffenträger noch hatte, 70 HP oder 20 HP. Da, HE, spart Geld. Spart Geld. So, 1390. Wir wissen nicht, wo er ist. Der Skoda mit 40 Hitpoints. Da würde ich keine Heat ausgeben. Also, so gut er hier gespielt hat, kriegt er sicher 4100 Spotting, 3,2 Schaden. Das sind so die kleinen Hinweise, die ich jetzt noch sehe. Ich weiß nicht, ob ich in der Situation selber dran gedacht hätte, jetzt mit HE zu arbeiten. Vermutlich auch nicht. Aber jetzt so als Externer, wenn man sieht, kann man es ja auf jeden Fall mal erwähnen, dass man dann vielleicht beim nächsten Mal in einer ähnlichen Situation auf jeden Fall dran denkt. So, er stellt sich jetzt hier in den Cap. Es sind noch 34 Sekunden, jetzt kommen die anderen dazu, 28. Also zu dritt stehen sie jetzt drinne. Wenn der 1390 jetzt nicht den Decap macht, dann gewinnen sie das. Mit 3 Sekunden Vorsprung. Mann, Mann, Mann.
Und der 13.90 ist auch ein One-Shot. Das dürfen wir nicht vergessen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. 3 Sekunden noch. Da ist der 13.90. Na, One-Shot ist übertrieben. Sehr schön. Er nimmt ihn raus. Da wäre jetzt eine HE. Habe ich ein bisschen falsch getippt, dass der One-Shot war. Mit HE wäre das jetzt schwierig gewesen. Aber sie schaffen es hier mit dem Dreier-Cap am Ende die Runde zu gewinnen. Und Meisterjäger macht auf den 13.90 noch seinen 7. Kill. Und hier haben wir auch schon die Auswertung von dem Gefecht von Meisterjäger im Objekt 430U. Am Ende ein Panzerass mit gut gespielt, vielleicht gegen den T-54 ein bisschen Glück auch gehabt, T-49 auch einmal verschossen, aber am Ende gehört halt zu einem Panzerass immer eine gewisse Portion Glück und auch ja, so eine Situation einfach, die wo man halt einfach gut aus der Sache rauskommt. Sonst macht man halt das Panzerass nicht, ne? Den Speer oder Spotter gab es sogar noch oben drauf. Hand Gottes, Schläger, Dualand, Wirkungsfeuer. Den Patrol Duty, wo ich immer vergesse, was das auf Deutsch, was die deutsche Übersetzung ist. Ihr werdet es mir bestimmt in die Kommentare schreiben. Und den Krieger für mindestens 6 Kills. Er macht hier am Ende 4074 Schadenspunkte. Da muss also noch irgendwas blind getroffen haben. Ich überlege gerade, worauf er blind geschossen hat. Irgendwas am Anfang, glaube ich. Ach, ich glaube, der eine Schuss auf den Stage. Wir müssen mal kurz gucken auf den Stage 2. Wie viel? Ja, hat er 3-mal Schaden gemacht. Da hat der erste Schuss wohl auch noch, der zweite Schuss, der blind war, auch noch getroffen. Und damit bekommt er mit 7 Kills 1351 Erfahrungspunkte Basis, was für Tier 10 wirklich ein guter Wert ist. Und auch noch 4104 Spotting. Also er hat einen Tick mehr Spotting als selber Schaden gemacht. Insgesamt 8000 kombiniert, was natürlich für die Gunmark richtig, richtig nice ist. 880 sind an der Panzerung nicht durchgegangen. Ich würde sagen, der geht bei dem Objekt 430U durchaus noch mehr. Dadurch, dass er am Ende Heat schießen musste, in Anführungsstrichen, er hätte ja auch HE schießen können, sind es dann 42.600 Credits allein an Munitionskosten. Die Verbrauchsgüter kommen auch nochmal mit 20.000 Credits obendrauf und dann sind es halt in der Summe trotz dieser sehr, sehr guten Runde über 10.000 Credits minus, die er hier macht. Zweifach Tagessieg mit Premium-Account sind dann 4.054 Erfahrungspunkte. Schöne Runde, gut gespielt. Natürlich, wie gesagt, mit Glück, das gehört halt auch einfach mit dazu. Hat mir auf jeden Fall schön gefallen, vor allen Dingen bis am Ende, wo es dann gezwungenermaßen die AP weg war, keine Heat so richtig, also kein Heat-Gespamme. Da bin ich ja mal großer Fan von, das wisst ihr. Und deswegen hat mir die Runde auf jeden Fall gut gefallen. Wir schauen jetzt mal in das zweite Gefecht. Da habe ich ja die Stats auch schon gesehen. Da gucken wir auf Tier 8 einem Heavy-Panzer zu, der... Ich habe den Schaden gesehen und es ist einfach unheimlich krank. Ich bin gespannt, wenn ich die Runde jetzt gleich selber sehe, was da wirklich passiert ist. Seid gespannt, genauso wie ich. Bis gleich in der zweiten Runde. Und da sind wir in der zweiten Runde. Wir schauen 007 Lawrence 13 über die Schultern vom Clan Slam. Und er sitzt im Carnarvon oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Schlagt mich nicht, ich spreche ihn vermutlich falsch aus. Einem Tier 8 schweren Panzer der Briten. Er hat 2 Gunmarks, ist hier auf Himmelsdorf in einem 357 Top-Tier-Gefecht. Also eigentlich optimale Voraussetzungen. Einzig der Oho und der Oni im Gegnerteam. Naja, schauen wir mal. Hold down, ziemlich stark das Fahrzeug, gerade in so einer Top-Tier-Situation. 10 Grad Gun-Depression. Und die Turmpanzerung ist relativ gut mit 250 bis 260 mm. Das Problem ist, sie ist gerade. Also alles, das da vorne ist alles gerade. Da ist null Winkel drin. E25, schade. Und dementsprechend ja, kommt da effektiv nicht viel mehr dazu. Und das heißt unterm Strich halt auch, dass der E25 kann aber jetzt nervig werden. Der muss da jetzt ganz schnell raus. Ah, er kann 2-mal treffen, das ist gut. Der ist jetzt One-Shot schon. Das heißt, 9er und 10er mit entsprechenden Pen-Werten haben da keine Probleme. Die Oberwanne ist gar... schöner Schuss hier. Gut, der ist jetzt schon auf APCR, auf den Oni.
Die Oberwanne ist auch gar nicht so schlecht. Mit im Winkel kommt die sogar auf, ja, so um die 240 mm, glaube ich. Da kann also auch ein 8er durchaus bouncen. So in die Seite brauchst du jetzt eigentlich keinen PCR. Er will den Oni hier relativ schnell raus haben, das kann ich verstehen. 280 der Alpha, 0,34 die Stockgenauigkeit, 2,3 Sekunden die Einzielzeit, 220 der Pen auf der AP, 252 auf der APCR und der Alpha hat 280. Der Kenner war an für sich eine ziemlich krasse DPM, muss man sagen, für den Achter. So, da brauchst du eigentlich auch dort keinen APCR. Also ich hätte es an der Stelle jetzt durchaus mal mit AP versucht. Okay, da bounced er jetzt. Aber der hat verschossen. Und da kann er den Oho jetzt eigentlich richtig mies runterschießen. Der schießt mit AP. Ja, macht ihm da jetzt ein bisschen Schaden. Aber er kann ihn hier wirklich runterarbeiten. Kein Problem da an der Ecke. Das ist halt vom Winkel her wirklich super günstig für ihn. Deswegen würde ich da auch durchaus mal mit AP versuchen. Naja, wackelt ein bisschen, aber ja, der Oho hat ja keine Chance. Er schießt ihn jetzt runter. Er ist jetzt schon bei fast 3900 Schadenspunkten. Zwei Kills. Und da ist noch so viel zum Abfarmen. Es steht 5 zu 6. So, er hat hier eine wunderbare Hold-Down-Position. Jetzt der Tiger verschießt da jetzt. Er hat ein bisschen Schiss vor der ISU. Das kann ich verstehen, aber das Gute gerade ist, und der Tiger merkt es nicht, dass der Tiger hier die Schusslinie für die ISU blockiert hat. Und die bounced jetzt mit AP. Sehr gut. So, hat er jetzt auch schon 1400 geblockiert. Ich wäre jetzt, nachdem die ISU geschossen hat, dem Tiger hinterhergefahren. Und wäre hier nicht stehen geblieben. Denn jetzt kann er hier nichts mehr machen. Er hat hier keine Ziele. Der Tiger ist gerade dabei, irgendwo Richtung eigenen Cap zu fahren. Ne, er kommt wieder zurück. Ich werde dem Tiger hinterhergefahren. Aber es ist halt am Ende Geschmackssache. Jetzt guckt er hier über die Außenlinie, ob er vielleicht an die ISU rankommt. Ne. Und er lässt jetzt den TVP da so ein bisschen alleine. Ich bin gespannt, was jetzt noch passiert. Also, wie gesagt, ich hätte versucht, den Tiger relativ schnell rauszukriegen und dann irgendwie gegen den IS oder den 12-Tonner zu arbeiten. So, jetzt hier Querschüsse auf die I... Er geht da auf, okay. Er guckt, wo er auf die ISU rankommt. Oh, hallo Mod 1. Das könnte jetzt unangenehm werden. Er ist immer noch auf der APCR, okay. Ja, okay, gut. Durch die... Ja, jetzt hat es der Mod 1 gecheckt, nimmt die Kanone hoch, aber... Ja, okay, das war's für ihn. Auch der geht da raus. So, dort kommt jetzt der 12-Tonner. Ja, da sieht man, dass auch APCR nicht mal was machen kann. So, dicker Max. Hallo. Ja, Heavy-Kanone. Nicht so toll, die Einzelzeit. Es steht jetzt schon 7 zu 13. Er ist bei 5900 Schadenspunkten. Der 13... Ne, der 12-Tonner, Entschuldigung. Nicht 13, 19, sondern der 12-Tonner steht im Cap. Er kann da jetzt die Straße nicht runterfahren. Weil vermutlich dann wieder der dicke Max kommt. Ja, da ist er auch schon wieder. Hallo. Sehr schön, er geht raus. Und jetzt haben wir hier die ISO. Juhu, die hat die Unterwanne erwischt. Da kann er dem 12-Tonner noch eine reinsetzen. Aber die ISO wird jetzt hier sein Tod werden. Okay. Ach, IS-2 kommt da auch noch. Der zieht ihm nur die Kette. Jo, geil. Nochmal die Kette. Ich glaube, jetzt war es das auch für ihn. Jetzt kommt der 12-Tonner von hinten. Jo, das war's. Er kann nochmal Schaden auf den IS-2 machen. Aber am Ende richtet dann der 12-Tonner über ihn. Und ja, 2,9 gebounced, 7.900 gemacht. Kurzer Cut, 7.900 gemacht. Ich musste ganz kurz an die Tür, weil der Postmann kam. Ja, also an für sich eine gute Runde, dass da so viel APCR als Top-Tier im Spiel war. Ihr wisst, wie ich dazu stehe. Finde ich jetzt, ja, nicht ganz so optimal. Ich hätte gerade auf diesen Oho da an der Ecke... Hätte ich halt geguckt, dass man dort auch mit AP ihn irgendwie... Ich hätte es zumindest mal versucht, ne? Also, man hätte es ruhig mal versuchen können. Auf den Onina noch stumpf am Anfang. Das habe ich noch ganz, habe ich noch verstanden. Beim Oho da dann auf diese gerade Ecke. Sei es drum. Am Ende verlieren wir hier, oder er verliert hier. Wir sehen also auch, der massive Einsatz von Premium-Munition bringt am Ende
nicht unbedingt den Erfolg, möchte ich sagen. Natürlich, ich glaube, ohne APCR wäre er jetzt hier vielleicht mit deutlich weniger Schaden rausgegangen, weil vielleicht der Oni oder der Oho ihn dann am Ende doch rausgenommen hätte. Man weiß es nicht. Das ist reine Spekulation. Er hat auf jeden Fall ordentlich mit dem Schaden dazu beigetragen. Ich wäre halt dem Tiger 1 hinterhergefahren, um den rauszukriegen, denn zu dem Zeitpunkt sah es eher so aus, als ob der IS-2 und die Isu über die Dreierlinie nach Süden fahren. Dann hätte man auf jeden Fall sich erstmal alleine um den Tiger 1 kümmern können. Hätte aber dann vielleicht zur Konsequenz gehabt, dass das Gegnerteam durchcappt, ohne da noch einen Einfluss drauf nehmen zu können. Er verschießt einmal auf den dicken Max und bounced auch einmal den 12-Tonner in der Seite. Der hätte dann also auch tot sein können und er hätte noch mehr Hitpoints gehabt gegen die Isu und gegen den IS. Aber das ist am Ende immer so eine Spekulationssache. Und da hat dann halt der RNG diesmal entschieden, dass das dann kein Sieg wird. Aber sei es drum, wir schauen uns jetzt mal die Auswertung von dem Gefecht an. Hier haben wir auf jeden Fall die Auswertung. Und es war nicht nur ein Panzerass, er macht mit dieser Runde auf dem Carnarvon auch seine dritte Gunmark. Herzlichen Glückwunsch. Das erklärt natürlich auch diesen Einsatz der Premium-Munition. Zumindest zum Teil. Denn wenn es darum geht, die dritte Gunmark zu fahren, dann, das kann man mir jetzt vorwerfen, wie man möchte, aber da schieße ich durchaus auch mal eine Premium-Granate mehr, als vielleicht unbedingt nötig ist, denn man will am Ende einfach diesen verschissenen Schaden haben, der bei den allermeisten oder eigentlich bei allen Panzern bei der dritten Gunmark einfach so krass hoch ist, der Durchschnittsdamage, den man da bringen muss, dass man es sich einfach nicht erlauben kann, ich sag mal, der liebe, nette Spieler von nebenan zu sein, der die Moralkeule mal im Schrank lässt, oder besser gesagt, die Moralkeule ständig ausgepackt hat. Das ist eine unendliche Diskussion, die man da führen kann. Und ich habe es ja auch schon beim ersten Replay gesagt oder wieder mal erwähnt, wie ich zu Premium-Munition stehe. Am Ende ist das ein Fass, wenn man es aufmacht oder hier jetzt aufmacht. Es zieht ewige Diskussionen nach sich. Ich bin einfach nur dafür, normalerweise Premium-Munition mit gesundem Menschenverstand einzusetzen. Ich verteufel die Munition nicht. Ich benutze sie ja, wie gesagt, selber. Aber mit genug gesunden Menschenverstand. Und der gesunde Menschenverstand sagt mir bei der dritten Gunmark einfach, dann schieße ich halt APCR. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen arschig ist. Sei es drum. Ja, sei es drum, habe ich heute schon sehr oft gesagt. Egal. Panzerass, Schläger, Duelland, Kämpfer, Wirkungsfeuer, Großkaliber. Durch das Großkaliber sichert er sich hier höchstwahrscheinlich das Panzerass, weil dann kommt er nämlich tapfere Gegenwehr und schafft dann die XP, die er braucht, um das Panzerass zu bekommen. Für die Gunmark ist es reichlich egal. Er macht hier am Ende 7.995 Schadenspunkte. Ich meine, in seinem Team ist kein anderer, der einen vierstelligen Schadenswert in dieser Runde geschafft hat. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das ist schon ziemlich krass krank, muss man sagen. Also da hat das restliche Team in der Nase gebohrt. Ich weiß es nicht. Basiserfahrungspunkte 1115 in einem verlorenen Gefecht. Wow. Ach, ein Teamkiller in Form der Arti haben wir auch noch. Gut, da wissen wir nicht genau, wie es passiert ist. Das kann auch aus Versehen gewesen sein. Gerade in der Arti. 34 Schuss abgegeben, 32 Schuss treffen, davon gehen 29 mit Schaden in den Gegner. Wie gesagt, fast 8000 Damage, 2900 geblockt. Der Schuss am Ende von der Iso war halt, ach, der war ärgerlich. 149 Schadenspunkte ermöglicht. Das geht auch in die Gunmark mit ein, aber sei es drum. Ich glaube, in der Runde ist es eigentlich fast egal, wie viel Spotting noch dazu kommt. Er hat einfach so genug Schaden gemacht. Er bekommt tapfere Gegenwehr dazu, aber trotzdem des hohen Einsatzes und auch noch, ich vermute mal, ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber ich glaube, es war ein Premium-Verbrauchsgüter dabei. Minus 27.000 Credits. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber er bekommt ja auch noch insgesamt mit den Achievements, also was tapfere Gegenwehr ist, 2577 Erfahrungspunkte und das in einem verlorenen Gefecht. Also ich glaube, bis auf den Lose braucht man sich hier nicht weiter zu ärgern. Und wenn man auch die restlichen Teammates so sieht, was die in diesem Gefecht gemacht haben,
dann ist das auch ehrlich gesagt kein Wunder, dass diese Runde verloren gegangen ist. Denn dann kannst du halt im Achter als Top-Tier noch so viel Damage rauskloppen, wenn die anderen nichts gebacken kriegen, dann verliert man diese Runde einfach. Und das ist ein Fakt. Tja, zwei schöne Runden, die wir heute gesehen haben. Interessiert mich sehr, was ihr davon haltet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn es euch wie immer natürlich gefallen hat, dann lasst auch ein Däumchen nach oben da. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu diesen beiden Runden sagt. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.